Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fan Talks. Und zwar ist es Ausgabe Nummer 10. Wir haben ein kleines Jubiläum und das feiern hiermit auf dieser Seite Henrik Rasemann von der Klemmbaustein Lyrik und auf der anderen Seite Michael Friedrichs von Promobricks. Hallo. Jo, moin. Und zwar sind wir voll in weihnachtlicher Stimmung. Das heißt, das, was wir ja schon versprochen haben, ist jetzt und heute Realität geworden oder wird gerade Realität, nämlich unser Tipp und unsere Tipps. Was kann man denn, wenn man Lego-Fan ist oder wenn man Lego-Fans kennt oder vielleicht beides dann sogar sich vereint, denn so verschenken oder sich selber schenken? Beziehungsweise, ja, was geben wir für Geschenketipps? Was finden wir besonders herausragend? Was lohnt sich vielleicht nochmal Geld dafür auszugeben, obwohl jetzt Cyber Monday, Black Friday und die ganzen Sachen durch sind. Aber nun gut, Angebote muss man selber suchen. Das, was wir empfehlen, das werden wir jetzt sagen. Aber vielleicht vorab nochmal ein paar Infos, sozusagen, was ist in letzter Zeit passiert. Du bist ja ein bisschen auf Reisen gewesen. Du warst in London. Wie war es in dem großen Megastore? Ganz neue Einkaufserlebnisse. Ja, also riesen Laden auf zwei Etagen. Das Besondere in dem Shop waren quasi, dass sehr, sehr viele große Modelle rumstehen, die wirklich beeindruckend sind. Wir haben den Original-Londoner U-Bahn-Zug da stehen. Wir haben den Leicester in Lebensgröße als Fotopoint stehen. Wir haben den Big Ben, der auf zwei Etagen geht. Also richtig cool. Das Angebot ist das gleiche quasi, als Set-Angebot ist das gleiche wie bei uns auch. Mit Ausnahme, dass es da aktuell bis zum Ende des Jahres exklusiv das neue Lego Architecture Skyline Set gibt. Was bei uns halt im Januar erst in den Laden kommt, das gibt es halt da jetzt schon. Allerdings auch begrenzt pro Besucher nur ein Set. Das heißt, und von daher, ansonsten ist es das Gleiche wie bei uns. Schöner Neuer, die Lage ist super gegenüber dem M&M-Shop, der übrigens drei- oder viermal so groß ist wie der Lego-Store. Aber wie gesagt, war auf jeden Fall ein Erlebnis da, bei der Vorab-Eröffnung dabei zu sein, mit den ganzen englischen Usergruppen, die doch eingeladen waren. Den einen oder anderen kannte man auch. Von Brickset war jemand da, von Brick Fanatics war jemand da, dass man die auch mal kennengelernt hat. War cool, wie gesagt. Und was schön war, dass auch zwei Lego-Designer vor Ort waren, die eben dann zum Beispiel das Lego-Architektur-Set direkt signiert haben. Fand ich sehr cool. War schön. War ein cooles Event. Wobei ich die neue Skyline von London wirklich cool finde. Also zumindest auf Fotos sieht sie ziemlich beeindruckend. Also finde ich eigentlich von denen, die es bisher gab, mit das Interessanteste, auch mit dem Riesenrad, das dann dort abgebildet ist. Also ich weiß nicht, du kennst es ja dann auch aus dem Original. Sieht so beeindruckend aus? Ich finde schon, also ein sehr schönes Set, es sind auch ein paar neue Teile dabei, die es bis jetzt noch nicht gab. Ich glaube 4 oder 5 sogar. Also von daher, es sieht cool, ziemlich cool aus. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, sogar von den ganzen Skyline-Sets, die es bisher gab, ist es das beste, schönste, detaillierteste. Also von daher, ich finde es sehr schön, das Set, wie gesagt, wird hierzulande irgendwie 50 Euro kosten. Absolut meine Empfehlung für nächstes Jahr. Kaufen! Und dann jetzt für Weihnachten bringt es noch nichts, weil hier gibt es das noch nicht. Da musste man dann nach London fliegen. Gut, das kann man natürlich mit einem Geschenk verbinden, nicht? Also Reise nach London inklusive Kauf des Architecture-Sets. Also Weihnachten in London soll ja auch hübsch sein. Habe ich auch selber schon erlebt. Also da gibt es schöne Weihnachtsmärkte und ist schön beleuchtet dort. Also das lohnt sich dort auf jeden Fall grundsätzlich. Und du warst auf der Fanwelt, da habt ihr ja selber ausgestellt, nicht? In Gölle. In Gölle, genau, am Rhein. Das war schön. Nee, da war stressig natürlich alles mit London vorher, einen Tag vorher, dann direkt zurück nach Köln, Stand aufbauen. Wir hatten so eine Mittwochecke mit Lego Technik, wo wir so ein paar S-Bricks durch die Gegend, Modelle durch die Gegend fahren lassen haben, wo die Besucher auch selber fahren, ausprobieren durften. Wir haben ein paar Mocks gezeigt, die wir im Team gebaut haben. Also von daher, es war ein super Event. Ich habe irgendwas gelesen. Insgesamt waren an den 3 Tagen knapp 70.000 Besucher. Da, es muss man natürlich ehrlich sein,
die Lego-Fanwelt ist natürlich nicht nur die Lego-Fanwelt, sondern auch das Lego-Kids-Fest, das in der gleichen Halle stattgefunden hat, und auch eine Lego-Eisenbahn, so eine Modellbaumesse, die ebenfalls stattgefunden hat. Also insgesamt dieses Sammelsurium an Messen hat insgesamt 70.000 Besucher angelockt. Aber ich kann nur sagen, also jetzt besonders am Wochenende, Samstag und Sonntag, es war rappelvoll in den Hallen an den Ständen, und das, was gezeigt worden ist an Mocs, das war schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Also es lässt sich, habe ich selten sonst wo gesehen, und dadurch, dass es auch ein offizielles Lego-Event war, war auch jemand von Lego selber vor Ort. Und zwar, ja, war eine rundum gelungene Veranstaltung mit tollen Gesprächen, tollen Modellen und tollen, ja, tollen Besuchern. Wie gesagt, wir haben viel Feedback bekommen von den Besuchern. Ich musste so mein erstes Autogramm geben, mein erstes Lego-Fan-Talk-Autogramm, wo einer sagt, ey, ich kenne dich aus dem Video, darf ich dich fotografieren? Und wie gesagt, es war sehr witzig auf jeden Fall. Und es freut sich auf jeden Fall, dass auch dass wir ankommen und gehört werden. Ja, wir werden große, also nicht, wenn man uns sieht, wir können gar nicht mehr durch die Straßen gehen. Nicht? Wir sitzen eigentlich nur noch zu Hause, weil wir uns nicht mehr raustrauen, weil die Leute uns alle ansprechen. Ja, einmal ist es mir auch passiert. Ja, mal schauen. Ja. Genau, alle seien gegrüßt. Und damit kommen wir dann, glaube ich, jetzt zum Thema und zu dem, was wir empfehlen, was wir kaufen, beziehungsweise kaufen könnten. Vielleicht ganz kurz in den Rückblick, hast du beim Cyber Monday / Black Friday zugeschlagen? Ein bisschen. Nicht viel, aber wie gesagt, ich habe mir das ein oder andere Creators-Expert-Set noch geholt, was ich nicht hatte. Das habe ich mir noch nachgeholt, aber ich muss gestehen, im Lego-Shop selber habe ich mir gar nichts gekauft. Okay, also ich habe mir immerhin den TIE Fighter, glaube ich, geholt, wenn ich jetzt mich richtig entsinne, in meinem Kaufwahn. Und insbesondere eigentlich deswegen, weil ich diese Glaskugel noch haben wollte, die es ja zurzeit noch, glaube ich, gibt. Ich weiß gar nicht, sie könnte wahrscheinlich relativ zügig ausverkauft sein. Also das wäre sozusagen der erste Tipp. Wenn man jetzt bestellt und es nicht darauf ankommt, das letzte Angebot mitzunehmen, kann es sich noch lohnen, bei lego.de beziehungsweise im Shop um die Ecke, wenn es denn dort einen offiziellen gibt, mal einzukaufen, weil man dann noch diese Winterkugel dazu bekommt. Das finde ich weiterhin ziemlich, auf dem Bild ziemlich cool. Noch habe ich sie nicht geliefert bekommen. Ah, okay, schade. Das ist ein super Set, habe ich schon gebaut. Wie gesagt, mal eines meiner Highlight-Giveaways für dieses Jahr auf jeden Fall. Also genau wie letztes Jahr das Lebkuchenhaus. Jetzt die Schneekugel, schönes Set. Ansonsten gibt es ja zurzeit, wenn man sowieso dort bestellt, zwei Sets, die so im Bereich 10 Euro liegen. Das ist einmal der Weihnachtsmann, ja, der sitzt dann da. Und zum Zweiten die helfenden Elfen. Die auch natürlich so eher dieses weniger, glaube ich, die deutsche Kultur darstellen, als es mehr so etwas Amerikanisches, aber hat was Weihnachtliches. Also wenn man damit sich anfreunden kann, ist das, finde ich, preis-leistungsmäßig ganz ordentlich, weil man da über 200 Teile kriegt für gerade mal 10 Euro. Das sind natürlich viele kleine, aber die Elfen mit drehendem Kopf sehen so ein bisschen wie aus der Muppet Show aus, aber kann man, glaube ich, mitnehmen. Sehr Geschmackssache. Die Sets, wie gesagt, ich fand früher diese kleinen Mini-Displays deutlich schöner, die es im letzten Jahr gab. Ich hoffe, die wird es auch nächstes Jahr wieder geben. Aber wie auch immer, wie gesagt, ich kenne viele, die finden die richtig gut. Mein persönlicher Geschmack ist es nicht. Das ist Ansichtssache. Ich habe das eine oder andere auch gekauft. Aber wie gesagt, in meine Top-10-Listen kommen die Sets dieses Jahr nicht. Gut, ich würde mal vorschlagen, wir machen sozusagen zwei Rubriken. Das eine wäre unter 100, da hast du vorhin schon im Vorgespräch gesagt, da hast du gar nicht so viel, und über 100 Euro ausgebend. Ich würde vielleicht doch nochmal zwei Sachen allgemein vorwegschieben. Wenn man noch was kaufen will, finde ich immer sozusagen als generellen Tipp, wenn man gerne zusammenbauen möchte, sollte man natürlich darauf gucken, dass man was hat, was man auch in unterschiedlichen Etappen einzeln bauen kann. Das heißt, dann kann der Junge oder das Mädchen schon das eine bauen, der andere kann das andere bauen. Das heißt, dass man nicht nur einfach das Erlebnis hat, der eine sucht die Steine raus und der andere baut sie, sondern wirklich beide, alle parallel bauen können, hat man, glaube ich, am idealsten bei den Modulhäusern. Ja, da wo es halt mehrere Anleitungen gibt oder sowas auch. Ne? Aber von daher, ich finde auch, viele Sachen
bereite ich vor, meine Kinder bauen da und andersrum, wenn es ein größeres Set ist und mein Groß sagt, nee, Lego Technik, ich steige aus erstmal für die nächsten 3 Seiten, das ist mir zu kompliziert, dann drehen sich die Rollen, aber Hauptsache zusammenbauen, das macht am meisten Spaß und wie gesagt, ja, absolut, also von daher, ja, Genau, bauen, also. bauen, bauen und Weihnachten, viele Feiertage, hat man viel Zeit in der Regel, warum nicht irgendwie was unter dem Weihnachtsbaum liegt, auch aufbauen. Ja, nicht jeder hat so viel Zeit. Ich kenne auch viele, die dann, für die ist das also ist das großer Tourismus durch Deutschland durch, weil dann sind die einen Eltern dran, dann sind die anderen Großeltern dran und ja, aber gut, das ist jedem der ganz individuell, glaube ich, wie besinnlich er das dann angeht. Noch ein zweiter genereller Tipp, wenn man was schenken will und die Person oder man selber gerne reist, dann sind eben die Architecture-Serien oder die Architecture-Serie eigentlich ideal. Sprich, man hat eigentlich inzwischen von allen großen Highlights dieser Welt, ich glaube, von Mallorca gibt es noch nichts, aber ansonsten viele, viele Gebäude, die auch größtenteils alle noch erhältlich sind. Also da ist es nicht so, dass die alle so schnell alle auslaufen, sodass man also die Chance hat, eigentlich von den großen Metropolen, wenn man sich erinnert, ah, wir waren in Venedig und der erste Kuss, dann kann man die Skyline von Venedig kaufen. Ich finde immer noch am schönsten den Louvre und den Trevi-Brunnen aus Rom. Also da kann man, glaube ich, noch ganz gut was finden, was auch noch erhältlich ist und was man eigentlich gut schenken kann und wirklich auch vom Styling her sehr sich an Erwachsene richtet. Genau, Big Ben, Paris, Eiffelturm. Also die Auswahl ist groß an diesen Sets. Ich kenne sogar jemand, der hat seiner Frau zum Beispiel dieses Eiffelturm-Set zu Weihnachten geschenkt, verbunden mit einer Reise dahin zum Beispiel. Also von daher schöne Verpackung für ein Geschenk, für einen Gutschein und ja. Da sieht man ihn, glaube ich. Da habe ich den Eiffelturm. Genau. Ach, genau, richtig, der steht Es gab ja auch mal einen da. ganz großen, den gibt es aber schon lange nicht mehr. Den finde ich auch gar nicht so hübsch. Also es gab ja mal so einen ganz wirklich so, nicht lebensgroß, Gott sei Dank, aber zumindest so ja, großes Kind groß. Und den finde ich so ein bisschen, ja, weiß nicht, auch farblich fand ich den so ein bisschen seltsam. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie groß der war. War auf jeden Fall über 1 Meter. Und Ja, den gibt es heute aber nicht mehr. kann man sich heutzutage nicht mehr leisten. Gut, fangen wir mal bei unter 100 Euro an. Was hast du da? Ja, ich gehe jetzt einfach mal zurück von den Sets. Was mir eingefallen ist, was ich mir wieder kaufen würde, ist den Weihnachtszug auf jeden Fall aus der Lego Creator Serie. 90 Euro ist vor kurzem erst erschienen im Oktober. Gehört zu meinen Favoriten auf jeden Fall. Ich habe stehen Warte ganz, ganz kurz, beide. ich nehme sozusagen kurz Stellung, weil ich den nicht bei mir auf der Liste auch habe. Also der Weihnachtszug ist wirklich gut. Also ich finde ihn auch richtig klasse gemacht, auch mit diesem drehenden Weihnachtsbaum, der ja drauf ist. Er ist aber nicht motorisiert. Das heißt, da muss man sich also durchaus noch, es gibt eine Anleitung, wie man es motorisieren kann, aber man muss eben dran denken, wenn man sie motorisieren will, die Bahn, dass man dann noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen muss oder gucken muss, ob man schon einen anderen Zug hat. Dann kann man davon was wiederverwenden. Und es ist, ja, preis-leistungsmäßig etwas, gehört schon zum oberen Limit. Also es ist Teile pro Euro sozusagen relativ teuer, aber dafür hübsch, nicht? Also gut, was soll man dann nehmen, nicht? Also warum, also wenn es schön sein soll, dann nimmt man das. Also fand ich auch. Gehört auch zu Ja, meinen. bei den Zügen meistens so, dass da dass der Preis oder Einzelpreis pro Stein deutlich höher ist als sonst. Aber dafür hat man was. Ich habe den hier motorisiert mit dem drehenden Baum. Das ist einfach ein super schönes Set. Wie gesagt, lässt sich um den Weihnachtsbaum rum verlegen. Also von daher Kitsch, Kitsch, aber schöner Kitsch, teurer Kitsch. Aber wie gesagt, was ein Fan sein will, der braucht auch sowas für seinen Baum. Und genauso die Weihnachtskugeln aus Lego zum Teil habe ich auch durchgesetzt zu Hause. Also von daher ein bisschen Plastik darf dann schon zu Weihnachten dabei sein. Ja. Gut, Ja, nee, so, also ja, da weiter. war ich Andere d'accord. Sets? Der ist auch sogar Genau, noch wunderbar. wunderbar. Ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt. Manchmal sind diese Weihnachtssets ja, wenn die Weihnachtszeit beginnt, schon ausverkauft bei Lego, aber das gibt's noch. Ja, es gibt es noch, genau. Ja, was ich noch gut fand, die letzten beiden Lego Architecture Sets fand ich richtig schön. Einmal die Submarine, Yellow Submarine von den Beatles. Noch Da ein meinst du aber Ticken jetzt besser. Ideas und nicht Architecture. Entschuldigung, habe ich ja Ideas, richtig, genau, die Ideas. Und zwar Da wundert sich beide. jemand, wo steht denn das Yellow Submarine auf dieser Welt? Ja, jetzt. Ja, nein, nein. Und also wie gesagt, beide Lego Ideas Sets, einmal den Caterham
fand ich richtig schönes Set. Als auch das Submarine. KTM hat mir einen Ticken besser noch gefallen sogar. Aber auf jeden Fall zwei Pflichtsets aus meiner Sicht. Auch da ganz kurz, ich bin großer sagen, damit wir es sozusagen in der Stelle haben. Ich habe den Caterham nicht dabei. Ich finde ihn auch nett, aber ich habe einfach keine Beziehung zu diesem Auto, muss ich zugeben. Also so gesehen ist es bei mir, ja, also gut, also schön retro so ein bisschen, ne? Dieses Gelb auch schön gestaltet, aber hatte ich nicht sozusagen unter meinen Top 3. Die Yellow Submarine schon, aber das auch muss man natürlich gucken, muss man jemanden haben, der das kennt. Ne? Also ohne Bezug zu dem Film und bei Jüngeren sagt das gar nichts. Also meine Frau kannte den Film nicht und sagt, sie fand das denn für ein komisches Unterseeboot. Aber es ist schön massiv. Also das finde ich an dem Teil wirklich klasse. Da bricht nichts ab so schnell, ne? Das ist richtig, was man da Hand hat und es macht sich auf dem Schreibtisch sehr schön. Die Beatles sind klasse gestaltet, die man dabei hat. Also lange Rede, kurzer Sinn, ist bei mir auch, wenn man denn Bezug dazu hat, wäre das auf jeden Fall etwas, was man gut verschenken kann. Auf jeden Fall, genau. Und zu guter Letzt, als großer Fan der Lego Dimensions Serie natürlich insbesondere die Story Packs. Die sind eine sehr gute Erweiterung und man kann da quasi ein neues Portal bauen. Das gibt es jetzt mit Ghostbusters aktuell zu dem neuen, diesen Harry Potter Film. Fantastische Tierwesen und wo man sie findet. Ja, genau. Ich habe ihn noch nicht gesehen, von daher, aber das Spiel ist auf jeden Fall klasse. Eine super Ergänzung auf jeden Fall für das Spiel. Bringt ein bisschen mehr Pep rein, als jetzt die regulären Level-Packs oder Fun-Packs, die es da eben gibt. Von daher, das sind auf jeden Fall Sachen, die ich gerne haben möchte und auch nicht vermissen möchte. Ja, nee, also die fand ich auch cool. Also da muss man aber Dimensions natürlich haben, ne? Also deswegen ist die Frage... das bringt natürlich nichts, wenn man es nicht hat. Also das ist auch, man muss auch das Grundspiel haben. Also dieses Story-Packs bringen nur was, wenn man das Grundspiel auch hat. Aber nö, also bringt gute Erweiterung. Gerade jetzt Fantastische Tierwesen hatte ich jetzt auch, bin ich dabei, jetzt wieder zu spielen und hat auch wieder viel Lust geweckt, denn in diese Welt wieder einzutauchen. Aber wie gesagt, es ist eben dann Videospiel. Ne? Also ein bisschen Bauspaß, aber der hält sich in Grenzen. Aber es verlässt dann natürlich den Weihnachtsbaum und man sitzt dann doch vom Fernseher. Aber das kann man ja auch mal. Das stimmt, wie gesagt, aber es gehört dazu. Also ich habe ja zwei Jungs zu Hause und ich finde das immer ganz cool. Also wenn ich vom Fernseher sitze, sitze ich meistens nie alleine vor dem Fernseher und nach kurzer Zeit habe ich auch keinen Controller mehr in der Hand, den hat ja niemand anders in der Hand. Aber wie gesagt, wenn ich immer sehe, wie viel Spaß dann die Kinder damit haben, dann ist es eigentlich eine wunderschöne Sache. Und zumal das Starter-Pack, das man ja braucht für das Spiel, das wird mittlerweile auch immer günstiger und statt 100 Euro was es mal gekostet hat, kriegt man das mittlerweile im Idealfall für um die 60 Euro und bekommt sogar aktuell eine limitierte Figur dabei. Also ich glaube, bei der PlayStation 4 ist die Supergirl-Figur dabei, die ziemlich rar ist und bei einer anderen ist ein Green Arrow dabei, den man eben auch nicht einfach so kaufen kann im Handel. Also von daher, wer einsteigen möchte, ist immer eine gute Gelegenheit, das jetzt zu tun. Und ja, ich persönlich kann es empfehlen. Ich bin auch kein Freund echt von diesen Videospielen, weil man auch sehr viel Geld ausgibt, natürlich durch diese ganzen Packs, die es da gibt. Das summiert sich dann irgendwie mal ganz, ganz schnell. Und aber wie gesagt, bis jetzt richtig enttäuscht war ich von keinem dieser Lego Dimension Sets. Und von daher, ja, ich finde es cool und wie gesagt, und bin seit Erscheinen ein Fan dieser Reihe, auch wenn es jetzt mit Lego bauen nur noch am Rande zu tun hat. Ja, übrigens auch die Schwarzmarktpreise, ich meine gesagt, die Gebrauchtpreise in Anführungsstrichen für diese Zusatzfiguren, insbesondere für die Supergirl, sind so, dass man dann eigentlich sich das Grundset schon damit wieder rausgeholt hätte. Man will es dann aber auch behalten. Also das ist dann das eine wie das andere ein Problem. Aber nichtsdestotrotz stimme ich dir zu, also Dimensions ist für mich immer noch eine schöne Sache. Also gerade durch auch diese Franchises, die jetzt ja dieses Jahr gekommen sind, die ja sich eher auch an unsere Generation noch richten. Ne? Also da von Kid mit, beziehungsweise hier Knight Rider oder, also A-Team, das sind Sachen, die man gut auch verschenken kann. Und wenn man jetzt mal bedenkt, dass es diese Packs teilweise ja, diese Fun-Packs so im Angebot manchmal auch schon so um die 10 Euro gibt manchmal. Und andersrum, die Minifiguren-Serie von Lego sich ja gerade nochmal wieder erhöht auf 3,99, was ich schon sehr sportlich finde inzwischen. Das Jahr dann. Unterschiede finde ich dazwischen jetzt auch gar nicht mehr so groß. Also dann kann man auch das fast ohne Spiel noch wieder kaufen.
Ja, das ist richtig. Ich habe jetzt auch diese ganze Cyber Monday-Geschichte, Black Friday-Aktion auch ordentlich genutzt und habe mir von den älteren Sets, wo mir noch welche gefehlt haben, noch ganz viel nachgekauft. Ich habe zum Teil bei Amazon habe ich nur noch 6,99 € für ein Funpack bezahlt. Das ist natürlich ein Hammerpreis, wenn du überlegst. Zwei Figuren auf jeden Fall dabei für 7 €. Ich kenne mittlerweile auch einige, witzigerweise, die sagen, auch das Spiel interessiert mich gar nicht, ich will nur die Figuren haben. Das heißt, die rennen ran, ziehen sich quasi die Bauteile raus und den Rest schmeißen die quasi weg oder verhökern die Plattform bei eBay. Das ist echt schon witzig. Und dann natürlich die Diskussion, oh, 4 € pro Figur, kaufen sich aber dann ein Gremlins Pack mit drei Sachen für 20 €. Dann denke ich mir, aber meckern auf hohem Niveau. Ja, definitiv. Gut, ich hab auch noch ein bisschen was im Bereich unter 100 € und insbesondere mein absolutes Highlight eigentlich dieses Jahr war und das sogar fast über die Finanzgrenzen hinweg, nämlich der Beetle, VW Beetle. Den Oh, finde ich okay. richtig klasse. Aber ich weiß, das ist auch nicht jedermanns Geschmack, aber dieses helle Blau, dieses fröhliche mit dem Surfboard da drauf und so weiter und so fort. Also der liegt ja auch so bei 90 €. Den finde ich persönlich eigentlich fast mein absolutes Highlight dieses Jahr. Okay. Ja, ist ein Also. schönes. Schön. Ich habe es nicht so mit den Autos. Wie gesagt, ich habe das Einzige, was ich aus der Reihe habe, ist, glaube ich, dieser Volkswagen T1, dieser Bus, den Klassiker. Alles andere habe ich, bin ich, glaube ich. Ich bin vorbeigegangen. Genau. Hat nicht gejuckt in den Fingern. Und dann hätte ich noch, aber ich befürchte, ich glaube, wenn ich es richtig sehe, ist es nicht mehr lieferbar. Der ist Labyrinth Maze, was Jason Elliman rein in der Ideas-Serie hatte. Hm, Was finde stimmt. ich einfach insbesondere nochmal richtig schön darstellt und auch sogar mit Funktion darstellt, dass man auch mal was ganz anderes bauen kann. Und das Spiel auch wirklich funktioniert und man dann auch wirklich eigene individuelle Pläne drauf bauen kann. Ich glaube aber, das ist nicht mehr lieferbar, obwohl es erst in diesem Jahr rausgekommen ist. Ja, es war ja kurz vor kurzem als Auslaufmodell markiert. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile ganz raus ist. Ich meine, ich hätte es nur am Wochenende noch gesehen im Store, aber ich glaube auch, wird abverkauft aktuell. Und wie du gesagt hast, das wirklich Interessanteste war, dass man dieses Spiel, das Labyrinth selber, dass man das austauschen konnte. Da war ja eins, glaube ich, zum Wechseln dabei. Aber es gab im Netz dann ganz viele Vorschläge und Ideen. Die haben das mit Star Wars gebaut, mit Ninjago haben sie es gebaut, mit Architecture habe ich sogar gesehen, richtig cool, mit den ganzen Miniaturbauwerken. Richtig geniale Idee und da konnte man richtig viel mitmachen. Also von daher, stimmt, ich habe es auch hier liegen wieder. Ich sammel die Reihe komplett. Von daher richtig schönes Set, obwohl es auch relativ teuer fand. Also von daher, es war kein günstiges Set. Das stimmt. War auch ein großes Set natürlich, klar, mit vielen, vielen Teilen. Aber wie gesagt, stimmt, das war mit dem austauschbaren, mit Oberfläche, das war eigentlich das i-Tüpfelchen bei dem Set auf jeden Fall, ja. Und dann als letztes noch hatte ich unter 100 €, also auch für 90 in dem Fall, den Volvo EW160e in der Technikserie. Das ist so ein Bagger, beziehungsweise ja, vor allem Bagger, der auch das Häuschen, wo man der Fahrer drin sitzt, so ein bisschen hochsetzen kann. Ist mit Pneumatik, ist deswegen auch ein bisschen günstiger, weil es nicht mit Motor ist, sondern ich muss selber pumpen hinten. Aber die Funktionen sind trotzdem alle da, wie man sie bei Pneumatik so braucht. Und Ja. fand ich ein sehr schönes Bauerlebnis, ein wirklich langes. Also man hat da durchaus was zu tun an dem Teil und funktioniert wunderbar und sieht auch noch ganz nett aus, wenn man Bagger mag, muss man natürlich zugeben. Wenn man Bagger nicht mag, dann ist es nichts. Aber für 90 € fand ich den auf jeden Fall ein wirklich schönes, rundum gelungenes Technikset dieses Jahr. Ja, stimmt. Technik-Sets sind sowieso dieses Jahr sehr, sehr cool gewesen, wie gesagt. Aber ja, wir haben, glaube ich, ein Review gehabt, den Bagger. Was die Motorisierung anbelangt, war, glaube ich, etwas komplizierter. Aber ansonsten, wie gesagt, schönes Sets. Allgemein, Lego Technik meistens, die größeren Sets sind alle so, bis auf irgendwelche so Aufziehdinger, die finde ich nicht so klassisch, aber wie gesagt, hier die Baggerfahrzeuge, wo den Volvo vom letzten oder vorletzten Jahr mit 170 €, glaube ich, den richtigen Bagger, der war richtig einer meiner Lieblingssets aus der ganzen Reihe.
Das stimmt, das stimmt. Vielleicht noch, der ist auch gerade im Abverkauf gewesen. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon durch ist, der Wally. Den gab es zwar aus letztem Jahr schon, aber zum Verschenken ist der auch noch gut. Also den habe ich auch schon selber ein, zwei Mal verschenkt und kam immer sehr gut an, weil der einfach so süß aussieht aus der Ideas-Serie, der Wally. Das ein sehr, sehr schönes Geschenk ist, was man gut auch, das habe ich dann auch gemacht, zusammen mit dem Film Wally von Disney verschenken kann und dann das Gesamterlebnis hat, vielleicht sogar bauen beim Film gucken oder sowas, aber da gibt es eine ganz gute Kombi draus, finde ich. Ja. Gut, dann gehen wir auf über 100 Euro. Wir werden teuer. Ja. Nach oben ist der Himmel offen und jetzt haben wir interessanterweise bei den unter 100 Euro keiner von uns beiden ein Star Wars Set genannt. Waren auch, ja, mal können wir am Ende nochmal drüber reden. Fangen wir mit über 100 Euro an. Willst du wieder anfangen? Ja, kann ich gerne anfangen und ich kann schon verraten, es ist auch kein Star Wars Set dabei. Ja. Also von daher, ich fange mal ganz, ganz einfach an. Einer meiner Highlights war der Ninjago Temple of Aiesu, liegt bei 200 Euro das Set. Ganz anders als die bisher erschienenen Ninjago Sets. Und es war einfach genial, das zusammenzubauen und mit dieser Landschaft, die dabei ist, und mit diesem Kino vor allen Dingen. Also es war eines der Sets, wo ich am meisten dachte, wow, richtig super Ideen, extrem viele Details. Und da haben sich die 200 Euro mal richtig, richtig gelohnt, auf jeden Fall für dieses Set. Ist aktuell sogar im Angebot, glaube ich, im Store mit doppel VIP-Punkte bis Ende des Monats noch. Also wer da irgendwie noch Interesse hat oder sowas. Aber wie gesagt, fand ich richtig gut. Ich, Ninjago bin ich nicht so ganz der große Fan, aber bei diesem Set, das habe ich gesehen. Ich dachte erst, ist ein Bild. Da habe ich es aber live gesehen im Store. Da sind die ja meistens aufgebaut. Und habe mir ein bisschen näher angeschaut. Und dann habe ich es mir auch gekauft, weil ich dachte, nee, das musst du selber bauen. Wie gesagt, und ich habe es nicht bereut. Also stimme ich dir vollkommen zu. Das gehört sogar mit zu den All-Time-Favorites inzwischen bei mir. Also das Ding ist einfach klasse. Und hat mit Ninjago, klar, steht Ninjago drauf, aber wenn man es nicht wüsste, ist es einfach auch sonst ein wunderschönes asiatisches Set. Also mit diesen Häusern, also beziehungsweise, ne, was bei anderen Sets gerne mal das Rolltor von der Garage ist, ist hier eben das Dach und das passt auch wunderbar. Und ich finde das auch. Es war ein 2015er Set, aber darauf soll es ja nicht ankommen. Wenn man es gerne, also diesen Stil mag und vergisst Ninjago. Also es ist einfach richtig, richtig klasse geworden, finde ich auch. Also es ist ein, gehört auch mit zu den legendären Sets für mich schon langsam. Oh, wusste gar nicht, dass es so lange her. Ja. Oh, okay. Ich habe es auch erst 2016 gekauft. Also so gesehen ist es für mich gefühlt auch 2016er Set, aber es ist zwar tatsächlich letztes Jahr, also ja, 2015 erschienen. Ich letzten Jahres, glaube ich, gekauft oder sowas. Egal. Ja. Alles klar. Wir können es hier mal abwechseln. Ich hätte, wenn wir sozusagen noch bei All-Time-Favorites sind, die aber nicht letztes Jahr rausgekommen sind, aber trotzdem noch erhältlich sind, dann würde ich noch den Slave One sagen. Also wenn man Star Wars schenken will und ein richtig schönes Star Wars teures Set haben möchte, ist, glaube ich, der Slave One, also die Slave One, ich werde es, glaube ich, nie lernen, immer noch ein klasse Ding. Also das gehört zu den unter 200 Euro Bereich. Wie fandst du den? Oder die? Na, 199. Ich bin kein Freund von, ich finde das Ding ja hässlich irgendwie. Okay. Aber wie gesagt, da halte ich mich, glaube ich, eher zurück bei der Frage. Ja, okay. Man muss ja auch nicht. Das ist ja das Gute an der ganzen Geschichte. Man muss es auch nicht kaufen und man muss es auch nicht verschenken. Also, und man muss es auch sich nicht wünschen. Ich natürlich die beiden Creator Expert Sets natürlich. Big Ben und die Steinebank dürfen nicht unerwähnt bleiben. Wie gesagt, ich mag die Reihe, von daher müssen die auch auf der Liste stehen. Und auch wenn sie teuer sind, zum Glück kommen da nicht so viele raus pro Jahr. Und von daher, und ich habe, wie gesagt, habe schon einige Modelle hier stehen und ich habe es auch noch nicht bereut. Von daher, auf jeden Fall auf der Liste. Über 100 Euro, zum Teil auch knapp 200 Euro, also 220 der Big Ben. Wie gesagt, es war nervig an gewissen Stellen, weil es so viele Wiederholungen gibt ohne Ende. Aber wie gesagt, super schöne Sets. Steinebank natürlich ebenfalls. Also wie gesagt, Details. Für mich auf jeden Fall als erwachsenen Lego-Fan ein absolutes Muss.
Dann kann ich gleich mal aus der Technikserie kontern, wenn ich schon vorhin darauf hinwies, den Klaas für 149,99 Originalpreis, Klaas Cerion 5000 Track VC. Habe ich leider nicht, aber ich habe ihn schon öfter gesehen, auch auf der Messe, und finde immer noch klasse, wie sie hier es geschafft haben, aus dem Original verschiedene Fahrweisen, nämlich geradeaus und so seitlich und so weiter, in das Ding zu integrieren. Und das auch so, dass es wirklich wohl, wie mir das berichtet wurde, im Original auch so sei. Ist zwar wieder in der Marke Bagger, in diesem Fall ist es dann eben ja ein Traktor, aber einer, wo man, finde ich, optisch das nett aussieht, ist ja auch die Marke Klaas dann drauf, aber eben auch durch diese verschiedenen Funktionen das ganz gut funktioniert. Und also der wäre zum Beispiel ein Tipp für mich, was man unter 300 Euro dann auch noch bezahlen könnte. Man kann natürlich den Schaufelradbagger, den habe ich auch noch immer noch liegen, aber das ist so ein bisschen Angang auch noch. Also dieses große Teil dann zu bauen, und den ist auch nicht jedermanns Sache, das auf der Vitrine zu haben. Aber den Klaas ist, glaube ich, ein guter Kompromiss, wenn man es denn preis-leistungsmäßig ganz gut haben will. Theoretisch war ja dieses Jahr auch noch der Porsche, und da war ich mir nicht so sicher, ob ich den mit in die Liste aufnehme, weil optisch finde ich ihn weiterhin klasse, auch in diesem Orange. Ich finde es schade, dass die ein paar Sachen sozusagen mit der Motorisierung und so, da wäre mehr drin gewesen. Und für den Preis ist er eigentlich zu teuer. Andererseits gibt es ihn inzwischen auch schon knapp über 200, also für zwei Drittel des Preises manchmal. Dann kann man eigentlich schon wieder ihn fast auf die Empfehlungsliste setzen, weil optisch ist er auf jeden Fall schön. Ja, ist auch, wenn man ihn in meiner Hand hat, was ganz anderes als, oder live gesehen hat zumindest, was ganz anderes, als man die Bilder sieht, weil er ist auch deutlich größer, als man gedacht hat. Also bei mir ging es zumindest so, er war deutlich größer, als ich gedacht habe, als ich mir vorgestellt habe. Und wenn man den mal hochgehoben hat, dachte man, oh, da hat man ja ein richtiges Gewicht in der Hand. Also von daher, ich finde, motorisiert finde ich ihn klasse. Man, auf den ganzen Lego-Messen, wo ich jetzt war, ich habe ihn überall nicht nur einmal, sondern gleich mehrfach gesehen. Natürlich motorisiert, zum Teil auch mit anderen Farben, Sachen geändert. Von daher, es ist ein schönes Set, aber ich habe ihn auch nicht draufstehen, wie gesagt. Mich hat da so ein bisschen die Sachen drumherum gestört, dass da gesagt wurden, detailgetreu, und daher waren die Sachen gar nicht detailgetreu und so. Da, aber wie gesagt, schon Klaas finde ich schon eher, das fand ich richtig cool, da, die sieht man auch richtig oft, auch mit Mox, mit dem Klaas, die es da gibt, die richtig cool sind, mit entsprechenden Gerätschaften zum Dranhängen, voll motorisiert, das ist richtig, ein richtig schönes, innovatives Modell auch, finde ich. Porsche, viel Geld, teuer, ja, Lizenz auch gut, aber na, ich weiß es nicht. Ist bei mir auch nicht auf der Liste gelandet. Ich habe mir auch überlegt, auch bei den Star Wars, wo du eben meintest, wir haben einige schöne, große Star Wars Sets gehabt, aber auch die habe ich nicht auf der Liste stehen, wie jetzt zum Beispiel den Todesstern. Natürlich, der ist eher mein Flop des Jahres gewesen. Aber es gab zum Beispiel auch ein neues Modell, oder war es auch letztes Jahr, von dem Millennium Falcon gab es ja auch eine neue Auflage, aber ich glaube, es war eher 2015, ja, glaube ich. Über den Jahreswechsel hinüber. Also es ist ja, das den, fand ich Ende letzten cool, Jahres, weil es ja zum neuen Film war. Ja, richtig. Also fand ich auch ziemlich gut, das Modell. Aber wie gesagt, ja, es ist halt auch wieder ein Remake von einem Set, was es schon mal gab. Und das stört mich so ein bisschen an Lego, dass einfach die Wiederholungen deutlich zugenommen haben in den letzten Jahren, und von daher bestört es alle einfach, und von daher finde ich nicht immer dann sagen, okay, kaufen unbedingt oder sowas. Also von daher, da gibt es andere Sets, die schöner sind. Ja, das stimmt. Wo wir gerade beim Thema schönere Sets sind und teuer, wenn du so willst, glaube ich, fast so mit das Highlight, und das ist schon ganz vom Anfang des Jahres, war für mich das Feuerwehrhauptquartier von Ghostbusters. Vielleicht auch, weil ich den Film cool fand, weil ich es cool fand, das Ding zu bauen, während ich die alten Filme auch nochmal wieder gesehen habe. Und einfach so viele schöne Details sind, die man dann, wenn man den Film dabei guckt, in dem Modell dann auch überall wieder entdeckt. Kleinigkeiten, die man sonst vielleicht gerne schon wieder vergessen hätte, war das Feuerwehrhauptquartier, das Ghostbuster-Haus, also auch wenn es 349,99 hatte mit 4634 Teilen, ist für mich immer noch ein Highlight des Jahres. Aber ja, das... Ich hab's noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es mir kaufen soll, werde. Ich bin also auch ein bisschen zielgespalten bei dem Set. Wie gesagt, A, der Preis schreckt natürlich ab. B, was mich dran gestört hat, als es gleich vorgestellt worden ist, dass die Rückseite so hässlich ist, in Anführungszeichen. Wo man denkt, okay, bei dem Preis hätte man sich da auch mehr Mühe geben können, zumal man sieht es ja auch von hinten. Aber ansonsten auf jeden Fall ein super schönes Set, klar.
mit auch ein paar kleinen Macken, wie das der Ecto One da nicht reinpasst, wo ich mir denke, hätte man auch mal vielleicht besser machen können oder so. Aber ja, er passt, wenn man den Tisch rausräumt. Ja, aber ein Designfehler. Oder nicht gewollt oder wie auch immer, ja. Na, ich glaube nicht, dass ein Designfehler ist, nachdem man, jetzt passt nicht, sondern für die, die den Ecto One nicht haben, ist sonst viel verschenkter Raum unten, der einfach nur leer wäre. Und das wäre auch schade. Also deswegen ist schon okay, dass man da ein bisschen was reingestellt hat in diese Garage, was man dann eben wegräumen muss. Also das fand ich jetzt nicht kritikwürdig, aber da kann man auch anders sehen. Ja, ich denke mal, viele Fans, werden sich das Set gekauft haben. Die werden natürlich auch den Ecto One da stehen haben aus Lego Ideas, Lego Cuse damals, glaube ich sogar noch. Also von daher ist halt ein bisschen schade. Aber wie gesagt, ja, ich hab's mir angeschaut, wie gesagt, und es hat mich nicht so umgehauen. Aber du hast ja stehen da hinten und ich die Beschreibungen, die ich da gelesen habe und bekommen habe, die Reviews, die waren alle vom Bauen her auf jeden Fall ein Erlebnis. Wie gesagt, es ist nicht meine Welt. Klar, Ghostbusters kenne ich. Ich habe auch auf Lego Dimensions gespielt. Aber wie gesagt, ja, man muss nicht alles kaufen. Beruhigend. Muss nicht jedes Set. Hast du noch was in diesem Preissegment? Achso, nee, ich habe jetzt in dem Preissegment habe ich nichts mehr. Nee, alles gut. Also von daher. Okay, ich hätte gedacht, dass Disney-Schloss. Dass das noch erwähnt wird, weil ich hätte es bei mir nämlich noch drauf gehabt, weil ich das eigentlich wirklich auch klasse finde. Ich habe es nicht. Also das ist sozusagen irgendwann war bei meinem Budget dann auch mal Schluss. Aber es ist trotzdem, finde ich, ein sehr interessantes Set, dadurch, dass es eben versucht, in sehr viele Bereiche ja vorzudringen, die Disney so hat. Jedes dieser Zimmer, und das sind ja eine ganze Menge, das hat natürlich diesen Charme eines Puppenhauses, aber überall dort sind Andeutungen oder Anlehnungen an bekannte Disney-Filme und diese Idee fand ich klasse. Und es sieht von vorne, wo man dann ja das Schloss so sieht, wie man es ja so aus diesen Freizeitparks von Disney kennt, wenn man sich das dann ansieht, finde ich auch klasse. Also das finde ich auch ein sehr schönes Modell. Ich habe es jetzt inzwischen öfter mal auch schon auf Ausstellungen und auf Messen gesehen. Und klar, 349,99, auch gut Geld, ne, für 4080 Teile, aber nö, also fand ich hübsch. Ja, war bei dir aber nicht auf der Liste. Ja, ich hab's auch nicht auf der Liste, aber super schönes Set. Ich fand's auch cool, als ich es gesehen habe, war ich total begeistert, aber wie gesagt, das Budget ist beschränkt, man kann nicht alles kaufen und von daher Also die so Disney-Fans sind, die sich das deswegen schon holen. Also auch da wieder natürlich die Frage, die Zielgruppe sozusagen. Und ich glaube, einiges von den Sachen, klar, Kinder, also das ist nett, weil es, glaube ich, auch so ein bisschen was variiert. Also zwischen dem, was Kinder mögen und dem, was Erwachsene mögen. Es sind so ein paar Andeutungen auch an Disney-Filme, die Erwachsene kennen, aber ich glaube, die Kinder haben dann eben auch eine Menge. Also das kann man ganz gut miteinander verbinden. Nur, ist natürlich, gut, jetzt kommt der wenn der Opa dann, also wenn wir jetzt unsere Generation spricht, kommt dann noch, das sind ja 700 Mark. Ja, da war auch nichts mehr weiter heutzutage. Da verklärt man auch ein bisschen die Preise von früher, aber nichtsdestotrotz, ist natürlich viel Geld. Ansonsten hätte ich sozusagen, Ja, mach ruhig. Zwei Sachen sozusagen noch aus dem Bereich, sozusagen passt nicht in unsere Liste. Einmal, was noch aus dem vorvorletzten Jahr ist und gerade im Abverkauf, glaube ich, ist das Riesenrad. Das ist so ein Ding, was man auch gut verschenken kann. Ja, auch zu den Sets gehört, die richtig schön sind. Aus der Creator-Serie. Habe ich auch. Ja, super cooles Set. Möchte ich auch nicht missen. Und wenn wir bei Freizeitparks sind, ich kann natürlich nicht in Mädchen reingucken, sozusagen, was die wirklich mögen, aber für mich fand ich zum Beispiel die Freizeitpark-Serie von Friends, die ist ja auch sehr nett. Ja, gebe ich dir recht. Schließe ich mich an. Also kann man, glaube ich, gut verschenken, ist auch unter 100 Euro. Ist allerdings jetzt für Adult-Fans auf Lego weniger, also da sollte man vorher abgeklärt haben, ob die Friends-Fans sind. Ansonsten kann man sich da ein bisschen irritieren, also kann man irritierend wirken. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was, glaube ich, bei Mädchen und auch die Jungs, die auch in der Familie sind, man soll es nicht Jungs schenken, weil die wundern sich dann. Aber es ist, glaube ich, etwas, was man durchaus verschenken kann. Freizeit, da gibt es auch eine ganze Reihe Sets inzwischen. Also das ist dann das Problem, wenn man einmal mit dem Großen anfängt oder mit einem davon, dann wollen die meistens auch noch den Rest haben. Der Hotdog-Stand ist witzig, da gibt es dann auch noch so ein Autoscooter und andere Fahrgeschäfte. Da kann man eine ganze Welt draus machen und ja, da sind viele Ideen drin.
Die haben auch ganz viele Jungs gekauft, den Hotdog-Wagen. Von daher, das ist bestimmt das meistgekaufteste Friendset von Jungs oder so, was ich kenne. Aber wie gesagt, diese Freizeitpark-Serie, gebe ich dir vollkommen recht, hat mich auch total begeistert. Die habe ich mir auch mittlerweile vollständig gekauft. Denn die Achterbahn, die gab es neulich sogar, die kostet auch 100 Euro, 99,99 oder so, glaube ich, meine ich, ist der UVP von diesem Set. Und ich habe gleich für 69 Euro das Ding bekommen, also richtig günstig. Und dafür ist es, egal, auch dafür. Also von der ist ein super schönes Set und die Idee ist einfach klasse. Vielleicht auch als Ersatz, weil eigentlich hätte in diesem Jahr ja auch aus der Lego Creator Expert Reihe eigentlich eine Fortsetzung kommen sollen. Du hast ja gerade angesprochen, wir haben ja dieses Karussell gehabt aus der Reihe. Danach gab es das Riesenrad und dann war mal im Gespräch, es wird da auch noch was Neues geben. Es wurde gemunkelt und gemunkelt, aber leider ist da nichts draus geworden. Ich hoffe ja auf 2017, dass es da ein weiteres Modell aus dieser Jahrmarkt-Serie gibt. Von daher, das Lego Friends hat ganz gut gepasst als Ersatz quasi. Und mal gucken, was da nächstes Jahr auf uns zukommt. Ich glaube, Lego Friends, das Thema Jahrmarkt ist da beendet. Aber ich hoffe inständig, dass Lego da die Gebete der vielen Fans erhört und vielleicht da noch was aus der Jahrmarktreihe. Angeblich gibt es ein neues Karussell, ein großes. Ja, bin ich mal gespannt. Ich würde mir auch wünschen, daher, dass in dem Bereich Eisenbahn ein bisschen mehr noch wieder passiert. Da bin ich so ein bisschen noch Fan von. Aber gut, das sind ja alles dann Dinge, die wir dann nächstes Jahr berichten können. Da wird es auf jeden Fall weiterhin spannend bleiben. Ich glaube, damit sind wir durch mit unseren Weihnachtstipps. Oder hast du noch was? Wir hatten noch mal das Stichwort Kinder, glaube ich, in der Vorbesprechung gehabt. Ja. Und da habe ich, wie gesagt, da kann ich auch mal ganz viele Sachen empfehlen. Wie gesagt, bei meinem Jüngsten, der ist jetzt 4, da steht ganz hoch im Kurs die Lego Juniors Reihe, die es gibt. Insbesondere, da gibt es ja hier Lego City, Lego Ninjago, unter anderem auch Lego Super Heroes gibt es da auch mit diversen Batman-Figuren und sowas. Das ist geht immer und kommt immer gut an, muss ich sagen. Also haben jetzt einige auch schon aus der Reihe da super schöne Sets. Wenn man noch ein bisschen kleiner gehen will, es gibt von Lego Duplo gibt es auf jeden Fall auch zwei Sets, die mir besonders gut gefallen haben in diesem Jahr. Einmal einmal um die Welt von Duplo mit ganz vielen Tieren dabei, von verschiedenen Kontinenten, war auch ein relativ teures Set mit knapp 90 oder 100 Euro oder so. Das kann ich total empfehlen. Es gibt natürlich von Lego Duplo auch die Batman-Sets. Da gab es mal so einen Batwing, der auch schießen konnte. Und es gab eine Bat-Höhle auch mit Lego Duplo. Von daher, warum für einen Einstieg in die Superhelden-Themen ist es vielleicht gar nicht mal schlecht. Und wie gesagt, bei meinem Jüngsten kamen die Sachen extrem an. Der spielt jetzt vor einem halben Jahr bekommen das eine Set. Das ist heute immer noch zu seinen Lieblingsspielzeugen. Also von daher, das heißt eigentlich was heutzutage. Wobei das, glaube ich, auch nicht jedermanns Sache ist. Also in den jungen Jahren jetzt schon an den Dunklen Lord, hätte ich beinahe gesagt, dann der Dunkle Lord kommt aus einer anderen Franchise, aber an den Batman ranzuführen, was ja auch so eine etwas seltsame Figur ja sozusagen in der Welt ist. Klar, den kann man so als Superhelden nehmen, aber ich weiß nicht, ob ich das schon so mit 2 Jahren, 3 Jahren da unbedingt vermitteln will. Da kann man später immer noch, glaube ich, drauf zugreifen, aber wenn du sagst, bei deinen Kindern kommt es gut an, dann ist das der kennt halt vom Großen wahrscheinlich mich das Lügen. Ja, der kennt es halt vom Großen. Großen dann. Bruder kennt das halt wahrscheinlich und wie gesagt, die kleinen Figuren sind dann doch vielleicht noch ein bisschen nix für ihn. Aber gerade da passt es halt ganz gut, wie gesagt. Und ich weiß halt auch, dass diese Lizenzsets auch sehr gut verkauft werden von Lego. Also von daher, das ist ein wichtiges Gebiet bei denen und ich finde es immer schön, dass es auch solche Sachen gibt. Ja, ansonsten, das war es auch von meiner Liste. Wie gesagt, es gab viele schöne Sets jetzt in diesem Jahr. Es werden natürlich auch viel schönere oder viel weitere Sets nächstes Jahr kommen.
Das ist mal alles die Frage des Budgets, des Weihnachten-Geburtstages. Ich warte bei vielen Sachen auch, dass ich mir die Wurst nicht kaufe, sondern ich warte, bis da entsprechend die Preise interessanter werden. Muss man eben auch sagen, klar, Weihnachten ist nur am 24. oder am 25. Aber bestimmte Sachen, die kaufe ich mir dann halt erst im Januar oder Februar, wenn sie entweder als Auslaufmodell mit 20% irgendwo angeboten werden. Also von daher, da lohnt sich der Preisvergleich, lohnt sich immer. Auch jetzt zu Weihnachten lohnt sich der Preisvergleich. Wenn man schaut, momentan gibt es überall 20%, 10%, 15%, also momentan kann man Lego kaufen, glaube ich. Ich habe das Gefühl, so günstig wie noch nie. Ja. Da gibt es ja auch dann, mit denen kooperiert ihr ja auch, aber ich kann es, glaube ich, auch frei völlig von der Leber weg sagen, weil ich keinerlei Vorteile davon habe. Brickmerch.de, ja. Dass man darauf mal verweist, dass man da, also auf der Webseite muss man nur das Set eingeben und er wirft einem gleich raus, wo es aktuell das gerade am billigsten gibt. Und genau. Es gibt auch eine extra Unterseite, wo man gerade sieht, bei welchen Shops es 20% oder ähnliches gibt. Also das finde ich, ist für mich immer, wenn ich irgendwie Lego kaufen will, immer der erste Anlaufpunkt, brickmerge.de geschrieben, um dann dort mal nachzugucken, wo kann ich denn vielleicht ein bisschen was sparen. Oder ansonsten bringt es natürlich trotzdem auch was, Support the Local Dealer, ja, auch mal wieder in der Stadt, auch wenn es ein paar mehr Euros sind. Gut, aber das ist dann, da wird schon philosophisch die Frage, inwieweit man natürlich dann die Städte nicht aussterben lassen will, indem man auch mal dort was kauft. Aber nichtsdestotrotz, also wenn man Geld sparen will, geht es über diese Seite wirklich ganz gut. Ich hatte den Betreiber des Ganzen auch schon mal interviewt, das war auch schon ein Jährchen her knapp. Aber würde ich sagen, dass da billig, also besser kann man sich bei den Preisen nicht orientieren. Das ist richtig. Das bietet einen ganz guten Überblick und wenn man da mal reinschaut, sieht man auch sogar nicht gerade wenig, dass manche vermeintliche Angebote, die es bei dem einen oder Händler gibt, vielleicht gar nicht das so tolle Angebot sind, weil es vielleicht auch Händler gibt, die noch bessere Angebote haben und die das Set zu einem noch günstigeren Kurs anbieten, als die vermeintlichen 20% oder sowas. Gerade jetzt, wenn es, also von daher muss man immer sehr schauen, ist es ein Exklusivset, was es nur bei Lego gibt, ist es ein Set, was freigegeben ist. Ein Preisvergleich lohnt sich eigentlich immer, ob man es dann über die Seite kauft oder nicht. Das muss dann jedem überlassen. Aber zumindest kriegt man mal ein Gefühl oder einen Anhaltspunkt dafür, wo stehe ich eigentlich damit. Kann ich mir das problemlos kaufen oder warte ich vielleicht noch oder wie auch immer. Also da lohnt es sich auch generell, glaube ich, bei uns jeweils mal reinzugucken, ne? Oder auch bei anderen Webseiten, wenn ja. Die über bestimmte Sets berichten, weil Sets nicht immer exklusiv bleiben. Also auch da, zum Beispiel beim Porsche war klar und bei anderen Sets auch, die sind eine gewisse Zeit lang exklusiv nur im Lego-Shop erhältlich und danach gehen sie in den freien Verkauf. Und das hat manchmal ja auch Auswirkungen auf den Preis und das würden wir, glaube ich, wenn wir es wissen, dann jeweils auch nennen. Aber das gilt natürlich für alle die anderen Seiten auch, die dann, nicht alle, aber vielleicht die meisten ja auch, die das dann berichten darüber. Also da kann man dann vielleicht nochmal Google anwerfen und dann schauen, sich da nochmal zu orientieren. Ja, dann habt ihr, wenn wir schon bei Seiten sind, ihr habt noch ein Gewinnspiel, ne? Wenn man mal gar kein Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben möchte und trotzdem Lego verschenken will und sich sagt, Einbruch lohnt sich nicht, dann hätte man noch die Möglichkeit, bei euch kostenlos eine Menge abzugreifen. Ja, richtig. Start ist der zweite Advent. Wir haben dank zahlreicher Sponsoren und Partner vier große Lego-Pakete geschnürt, bestehen aus Büchern, Lego Dimensions Sets, Lego Sets von Star Wars bis Lego Elves ist da alles dabei. Wir haben eine Green Arrow limitierte Figur für in jedem Paket drin liegen. Wir haben Bücher, also richtig bunte, schöne Sets. Morgen geht es los, zweiter Advent. Und ganz wichtig, wir enden nicht am vierten Advent, sondern wir enden quasi am fünften Advent, wo man Weihnachten verpennt hat. Da wird das letzte Gewinnspiel dann laufen quasi. Für denjenigen oder diejenigen, die sagen, oh, ich habe Weihnachten, war doch nicht so toll, Lego-technisch, jetzt habt ihr noch eine Chance, dann bei uns mitzumachen und dann auch ein schönes Paket zu gewinnen. Das lohnt sich, wie gesagt, die Pakete. Details stellen wir ab morgen auf der Seite vor. Details steht auf der Seite. Wie gesagt, ich möchte nicht zu viel verraten. Einfach mal reinschauen.
Und danke schon mal nochmal an die zahlreichen Partner und Sponsoren, die uns da die Sachen zur Verfügung gestellt haben. Wie gesagt, das ist querbeet. Es ist Lego Friends, wird auch dabei sein. Jetzt bist du gerade nicht zu hören. Sprich mal. Jetzt? Jetzt bist du wieder zu hören. Das Letzte, was du sagst, Lego Friends wird auch dabei sein. Genau, Lego Friends wird dabei sein, Lego Ninjago wird dabei sein, Lego Elves, Star Wars, von Next Nights gibt es was, also querbeet, ich würde sagen, für jeden wird was dabei sein. Lego Dimensions natürlich, haben wir ein Story Pack, unter anderem als Hauptpreis. Also von daher, die Firmen haben sich nicht lumpen lassen und nochmal ordentlich da in ihre Kisten gegriffen und Details auf der Webseite. Na, und wenn auf Wunsch, glaube ich, gibt es auch noch eine Autogrammkarte von dir, oder? Nein, 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 wir überlegen, wir werden noch eine Minifigur, eine Probrix-Minifigur, werden wir noch jedem Set beilegen, also jedem Paket beilegen. Von daher, da gab es auch mal die große Nachfrage, wie kommen wir an so eine Figur? Ja, über so ein Gewinnspiel zum Beispiel. Ja, und wahrscheinlich die Preise gehen dann wahrscheinlich so, also da kann der Lester einpacken, bei eBay genau. Gelistet sind. Genau, Lester, großes Thema, ja, genau, richtig. Der Lester, ja, wollen wir nicht lästern drüber. Was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, war Nexo Knights, ist aber bei Kindern durchaus, also ich aus eigener Anschauung zurzeit nicht, aber bei anderen durchaus gehört, dass durchaus Nexo Knights gefragt wird. Also kann man wohl verschenken, wenn das Thema denn dort schon angekommen ist? Ich glaube schon. Also gut, für mein Thema, bei den Kindern ist nicht vieles angekommen, klar, weil ich es jetzt hier auch stehen habe und auch nicht mehr, weil sie in die Kinderzimmer gewandert sind. Aber wie gesagt, ich finde Next Generation ziemlich cool. Es ist so ein bisschen was anderes als das typische Ninjago, was es halt schon ewig gibt. Chima war bei meinen Kindern nie das Thema zum Beispiel, aber wie gesagt, Next Night ist wichtig, es ist martialisch, es ist rot mit Lava und viel mit Schießen und Kämpfen. Klar, bei Jungs kommt das super an und ich glaube auch bei allen anderen Kindern ebenfalls und die Sets sind auch super richtig schön, muss ich sagen. Also es, ja. Da hat richtig Lego richtig Gas gegeben und auch jetzt was die Bilder anbelangt, die man von den 2017er Sets schon gesehen hat. Das wird eine richtig feine Serie. Und was sie halt eben interessant macht, dass sie halt immer mehr in Richtung Digitalisieren gehen. Es gibt es gibt ja eine App, eine begleitende, wo man dann diese Nexo Knights, diese Schilde, wo man die einscannen kann und dann hat man in der App quasi bestimmte extra Fähigkeiten. Je nachdem, wie oft man das macht und welche Schilde man hat, kann man dann Kämpfe führen, Schlachten schlagen, was auch immer. Wie gesagt, also das, die Idee ist eigentlich nicht schlecht und auch sehr zeitgemäß, finde ich. Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen, weil ansonsten kommen die Leute nicht mehr zum Einkaufen und dann ist schon Weihnachten durch. Gut, dann können sie bei euch noch beim Gewinnspiel mitmachen, aber dann sollten wir doch langsam zum Ende kommen. Es gibt so viele neue Themen auch noch, über die wir dann sicherlich in der nächsten Folge und in den nächsten Folgen reden können, was sich ergeben hat. Neue Sets, die alle jetzt langsam nach und nach oder angekündigt wurden und Lego Worlds, was weiß ich. Also da finden wir sicherlich noch genügend. Das soll es aber dann für heute, glaube ich, gewesen sein. Der Weihnachts auf Einkauf wartet, das Geld soll ausgegeben werden, die Wirtschaft soll brummen, steigern wir das Bruttosozialprodukt und sei es das in Dänemark. Und damit sage ich auf Wiedersehen, der Henry von Klemmbaustein Lyrik. Ja, und der Michael von Probrix. Schönes Wochenende, schönen Advent und bis demnächst. Genau, frohes Ciao. Fest. Tschüss.